Herzlich willkommen zu einem neuen Video, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf diesem Kanal. Ich spiele heute mit euch Cozy Grove und zwar auch für mich zum allerersten Mal. Ich habe dieses Spiel so oft empfohlen bekommen und es haben mir einige gesagt, dass dieses Spiel super jetzt in den Herbst passt. Deswegen habe ich gedacht, ja, wir spielen es einfach zusammen und hier ist es. Ich wünsche dir super viel Spaß mit dem Video. Wenn du Cozy Grove selber schon mal gespielt hast, Tipps und Tricks für mich hast, darfst du mir die super gerne in die Kommentare schreiben. Dafür bin ich immer offen. Wenn du noch weitere Ideen für Cozy Games, Farming Games und sowas hast, die ich unbedingt mal anspielen soll, schreib mir die auch super gern. Und ja, wenn dir das Video gefällt, gib ihm super gern einen Daumen nach oben. Und jetzt hol dir was Schönes zu essen, zu trinken, kuschel dich ein und hab einfach ganz viel Spaß mit dem Video. Ja, los geht's. Das sieht schon mal sehr schön, sehr vielversprechend aus. Ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Also, hier gibt es noch dieses Extra mit den Bären. Das wollte ich mir aber erstmal nicht holen, sondern einfach nur die ganz normale Version. Herbstfestival, 20. Oktober bis 31. Oktober. Okay, das klingt ja schon mal gut. So, also, los geht's. Speicherplatz 1. Süß, dieses kleine Feuer ist ja schon so niedlich. Ressourcen wachsen mit der Zeit nach. Wenn du keine Fische, Erze und anderes Flammi, dein Lagerfeuer kann viele Gegenstände verbrennen. Oh, und sie so nützlich umwandeln. Klingt so ein bisschen wie Calcifer, oder? Jeder Geist hat ein Problem zu bewältigen, aber einige brauchen mehr Zeit. Hin und wieder wollen Wichte und Tiere Gegenstände haben, wirf ihnen etwas zu. Okay. Vielleicht muss ich mich gleich nochmal irgendwie an eine andere Position bringen. Ich musste auch an Calcifer denken. Ja, witzig. Willkommen bei den Geistfindern. Geistfinder, süß, keine Pfadfinder, sondern Geistfinder. Die Mütze ist süß. Ich will auch so eine Mütze. Oh. Bevor du auf deinen ersten Campingausflug ohne Gruppe aufbrichst, solltest du dich vorbereiten. Ach Gott, jetzt geht das wieder los. Naja, immerhin gibt es hier nur Farbmöglichkeiten. Oh, das ist ja voll niedlich. Das will ich. Oh. Wer flicht dein Haar? Das wird die Welt wohl nie erfahren. Süß. Wird bei feuchtem Wetter auf wundersame Weise immer fluffiger. Wie niedlich. Deine Mama hat dir diesen Haarschnitt verpasst. Oh. So ein bisschen Animal Crossing-like, ne? Oh. Alle finden dich cool. Ein Stil, der ein Zeichen setzt. Oh, süß. Nein, ich möchte das hier mit diesem... Das hier will ich unbedingt. Sieht gut aus. Jetzt ist es an der Zeit, dass du deinen Campingausflug beginnst. Alleine. Du öffnest den Brief, den du aus dem Ruderboot mitgenommen hast. Daran steht: Wertes Mitglied der Geistfinder. Willkommen auf der Insel Cozy Grove. Auf der Insel stehen weder Stromanschlüsse noch sonstige öffentliche Dienstleistungen zur Verfügung. Also bring bitte genug eigene Vorräte mit. Wir weisen darauf hin, dass Camper in der Vergangenheit Bären begegnet sind, also sei vorsichtig. Süß, oh mein Gott, wie niedlich. Okay, das sieht schon mal echt schön aus. Okay, Y, wo habe ich einen Rucksack? Oh, der sieht ja auch ganz gut aus, oder? Mal gucken, ob wir heute wieder Platzprobleme bekommen. Ein Aufgabenbuch? Ich schaue mir das an. Keine Aufgabe für mich. Und B ist Rennen. Süß. Die Sounds. Und warum laufe ich so witzig? Stelle dich neben die Glut und drücke A. Süß. Es sieht wirklich aus wie Calcifer. Wie alt ist dieses Anfängerholz eigentlich? Schmeckt mindestens 100 Jahre alt. Wohin hast du uns denn dieses Mal gebracht? Auf eine bärenverseuchte Insel, auf der es spukt, an einen Ort, der Cozy Grove genannt wird. Cozy Grove, den Namen kenne ich. Ich habe ihn von alten Broschüren geleckt und ihn in meine Glut geworfen. Ich spüre hier Dutzende verwunderter, rastloser Geister. Sie brauchen dringend Hilfe, sind sich dessen aber nicht bewusst. Das ist nicht wirklich eine Art von Ort, an dem man Geistfinder normalerweise für ihren ersten Ausflug ohne Gruppe schickt. Tja, wenn man dich hierher geschickt hat, waren sich die Geistfinder wohl sicher, dass du der Aufgabe gewachsen bist. Bist du bereit, dir anzusehen, was da draußen wartet, jenseits des Scheins meines Feuers? Bist du bereit?
Mehr als bereit. So gefällt mir das. Ich sehe den Geist einer Försterin am Waldesrand. Sie wartet dort schon sehr lange. Hab keine Angst, stell dich ihr vor. Schließlich bin ich ja da und helfe dir. Oh, jetzt färbt sich das hier so ein bisschen. Wie schön. Am Waldesrand. Ach, da oben ist sogar ein Pfeil für mich. Wie süß. Kann ich einfach durch? Tatsächlich. Oh. Sieht aus wie ein Lama. Süß. Oh mein Gott. Charlotte Kiefer. Oh, noch ein weiteres Produkt meiner Fantasie. Vermutlich habe ich meinen Lady Grey heute früh etwas stark gebraut. Es sei denn, mal ehrlich, du bist doch nicht wirklich lebendig, oder? Doch, das bin ich. Ah, das sind die aufregendsten Neuigkeiten seit dem Schlüpfen der Grasmückenküken. Willkommen im Camp Cozy Grove. Ich bin Charlotte, die Försterin hier, und ein Geist. Wenn du ein Problem hast, dann bin ich die richtige Bärin. Sage mal, deine Uniform, sie kommt mir so bekannt vor. Hey je, du gehörst zu den Geistfindern. Das ändert die Vorhersage etwas. Die Sonne verschwindet hinter den Wolken, könnte man sagen. Bin ich offizielles Mitglied der Geistfinder, ist das ein Problem? Aber ich wurde ausgebildet, all deine Geistersorgen zu zerstreuen. Was hast du gegen Geisterfinder? Es gab schon vor dir Geisterfinder, die auf die Insel gekommen sind. Vor vielen Jahren beschwor eine andere ehrgeizige Geistfinderin hier ihr Feuer in der Hoffnung, ihr letztes Verdienstabzeichen zu erlangen. Oh, das Feuer ist ausgegangen. Es kam anders als gedacht. Aber wen interessiert schon die Vergangenheit, nicht wahr? Du bist jetzt hier. Sie ist es nicht. Wenn du über Nacht bleiben willst, solltest du an die erste Überlebensregel denken. Warm halten. Irgendwo hier liegt ein Stück Holz herum. Finde es und wirf es ins Feuer. Dann wird es hier für uns beide gemütlicher. Okay. Okay, wirf das Geisterholz ins Feuer. Oh, die Musik ist voll schön. Wenn die Musik zu laut ist, sag gern Bescheid, ne? So. Schauen wir doch mal. Ein Holz sollen wir finden. Das liegt hier irgendwo rum, ja? Manchmal sind Objekte am Boden versteckt. Das liegt doch hier. Aufheben. Geisterholz. Hier, ein Holz für dich. Das ist Geisterholz. Woher hast du das? Ein Gast hat mir davon erzählt. Nun erst einmal, Dankeschön. Es ist lecker. Aber dass es hier Geisterholz gibt, bestätigt meinen Verdacht. Die Geisteraktivitäten sind in Cozy Grove tief verwurzelt. Es gibt hier eine Menge verlorener Seelen, die deine Hilfe brauchen. Sie können erst ruhen, wenn jemand ihnen geholfen hat, mit ihrem früheren Leben ins Reine zu kommen. Sie erinnern sich möglicherweise nicht einmal mehr daran, wer sie sind oder wie sie starben. Denn wenn seit ihrem Tod zu viel Zeit vergangen ist. Ah, das Geisterholz ist jetzt vollständig entfacht. Mein Lichterschein wird größer. Die Insel erwacht weiter. Die Erinnerungen an verlorene Orte lebt wieder auf. Ich sehe jemand Neues. Einen Handwerker, der nützliche Dinge herstellt. Alles klar. Zu dem sollen wir wohl auch gehen. Na, du hast aber ein schönes Feuer. Aber noch etwas klein, was? Vielleicht findest du da draußen mehr Geisterholz. Etwas Wärme könnte der Insel nicht schaden. Okay, also mit dem Geisterholz vergrößere ich die Insel. Und ein heimelig flackerndes Feuer bringt auch weit Gewanderte zurück. Du hast dir nur das Abzeichen verdient. Die Geschichte geht weiter. Süß. Oh, das ist so schön, oder? Das sieht so, auch so toll aus. Ich mag diese Grafik. Ich mag total, wie das aussieht. Meine Abzeichen kann ich hier angucken. Süß. Geistfinder sind gewissenhaft. Finde den Bastler auf der anderen Seite der Insel. Oh, Münzen. Oh, danke. Aha, was seid ihr? Okay, die Geister verschwinden, die Kleinen.
Süß. Oh, ich schätze, du kannst mich sehen. Jeremy Schroffel. Tut mir leid, ich dachte, ich bin unsichtbar. Entschuldigung angenommen. Es tut dir leid, was denn? Dass ich eine so wundervolle Insel heimsuche. Ich wollte nach meinem Tod wirklich nicht als blau leuchtendes Gespenst irrlichtern und aufrichtige Menschen wie dich belästigen. Das geziemt sich nicht. Bis ich herausgefunden habe, warum ich hier festsitze, werde ich wohl weiter rumspuken und uns beide auf den Geist gehen. Vielleicht kann ich es aber wieder gut machen. Bastlerkumpelchen. Ich will ja nicht angeben, aber ich bin handwerklich ziemlich begabt für einen Geist. Bring mir Folgendes. Drei Äste, ja? Ich verspreche dir, dass dich der Aufwand lohnen wird. Okay. Es ist so niedlich, wie sie läuft. Also ich bin vielleicht ein bisschen verliebt. Hey, wer bist du? Alle verstecken sich hier vor mir. Da ist noch einer, ich sehe dich. Äste, da ist ein Ast. Okay. Kann ich die Muscheln auch sammeln? Nein. Ah, das finde ich aber schön, dass ich hier auch zum Strand runter kann. Oh, es sieht alles so hübsch aus. Ich mag das. Sieh dir nur diese Zweige an. Wunderschön. Ein Kniff hier und eine Schippe da und bitte sehr, deine erste Schaufel. Nicht gerade eine meiner besten Arbeiten. Meine Tatzen flutschen immer durch die Drehbank hindurch. Aber um in den lockeren Erdhügel auf der Insel zu graben, sollte die Schaufel ausreichen. Seht ihr, Ahnen? Ich habe die Geistfinder unterstützt. Mein Spukwerk ist getan. Oh, ich bin noch hier, oder? Verflixt, verflixt. Aber eine zerbrechliche Schaufel reicht nicht, oder? Natürlich nicht. Keine Sorge, ich habe eine Menge Ideen für Werkzeuge. Ich werde dir helfen, so gut ich kann, damit unser Cozy Grove zu einem Heim wird. Und das ist ja süß. Ich hoffe, die Schaufel hilft dir. Oh, und ich habe auch noch ein Geisterholz. Münzen! Alle her zu mir. Geister, lauf nicht davon. Grabe mit der Schaufel in Erdhügeln. Achso, das sind die mit dem X. Okay, cool. Süß. Cool. Ach, ist so ein Geisterholz? Hier, ein Holz für dich. Gut gemacht. Mein Lichtschein wird abermals größer. Jetzt sehe ich einen alten Freund. Herr Kitt hat unser Signalfeuer bemerkt und seinen Wildnisladen eröffnet. Es scheint ihm hier recht gut zu gefallen. Aber Moment, da ist noch mehr. Ich sehe eine seltsame und salzige Gestalt, die an der Küste steht. Und als er ankam, ist etwas anderes verschwunden. Etwas Wichtiges. Oh weh. Mach dir am besten selbst ein Bild. Oh, ist das mein Boot weg? Geistfinder Rang 3. Cool. Oh, ist eine Kiste. Die war vorher noch nicht da. Hallo. Hallo? Wer bist denn du? Es quietscht. Kapitän Prachtschnabelschnauz. Zu Lebzeiten war ich ein Seebär. Ich flitzte sicher hundertmal von Cozy Grove zum Festland und wieder zurück.
Manche nannten es unnatürlich, wie ich zu meiner Zeit als Bär zwischen den Wellen flog. Aber habe ich auf sie gehört? Mitnichten. Und jetzt bin ich verwandelt. Na sowas, Jungspund. Wie lange stehst du denn da schon herum? Du hast mich dabei erwischt, wie ich meine Geschichte zusammenfasste. Ich bin Kapitän Prachtschnabelschnauz, obwohl manche mich den Möwenbären nennen. Freut mich, dich kennenzulernen, Prachtschnabel. Ich kann mich nicht daran erinnern, es dir erlaubt zu haben, mich mit dem Vornamen anzusprechen. Kapitän reicht vollkommen. Es ist seltsam, ein Möwenbär zu sein. Meine beiden Hälften haben herzlich wenig Gemeinsamkeiten. Außer natürlich, dass sie beide Fisch mögen. Apropos, bist du hungrig? Hol mir eine Angelrute, dann zeige ich dir, was auf dem Speiseplan steht. Alle verschwinden hier. Das ist ein Apfelbaum. Kann ich den schütteln? Ja. Blutlimettenbaum. Warte geduldig, um leckere Früchte zu ernten. Produziert auch Holz. Vorleben, Lampe, rustikale Deko, gruselige Deko, Abneigung, betriebsame Deko. Okay, erreiche 3 Blätter für eine perfekte Ernte. Okay. Ich nehme hier alles mit, was ich kriegen kann. Oh, eine Muschel. Ich kaufe dir deine Sachen ab. Oh, der ist ja süß. Oh mein Gott. Die sind alle so niedlich hier. Herr Kitt, na hallo auch, zukünftiger Kunde. Ich muss gestehen, dass ich nicht damit gerechnet hatte, wieder hier zu landen, als ich dem Schein deines Feuers gefolgt bin. Die Insel ist seit meinem Besuch ziemlich heruntergekommen. Ach, wo sind bloß meine Manieren? Ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Du kannst mich Herr Kitt nennen. Deinen Namen kenne ich natürlich auch. Aber ich bin zu höflich, um ihn zu wiederholen. Zwischen mir und den Geistfindern besteht eine Vereinbarung. Wohin du auch gehst, hält Kitts Wildnisladen alles für dich bereit. Und verkaufen kannst du natürlich auch jederzeit. Der Haken, ich lege die Preise fest. Okay, ich möchte etwas kaufen, ich brauche eine Angel. Schau dir nur all die tollen neuen Sachen an. Im Besitz 0. Was kostet die denn? 20 alte Münzen, okay. Ich habe mal einen Fisch gefangen, der war so groß. Wirf den Schwimmer vor dem Fisch ins Wasser. Jetzt geht das wieder los mit dem Angeln. Nimm mein Geld. So Leute, jetzt geht's wieder los. Das Angeldesaster. Ist Angeln für euch auch immer so das in diesen Farming-Games und so, was ihr am nervigsten findet? Ich habe echt jedes Mal ein Problem, egal welches Spiel ich angefangen habe, überhaupt erstmal zu gucken, wie funktioniert das Angeln? Wie nervig ist es? Also in einigen Spielen, ich weiß, bei Animal Crossing bin ich am Anfang fast verrückt geworden. Da habe ich dann tagelang nachher gar nicht geangelt, obwohl ich ja Fische fangen musste vor Eugen. Bei Dreamlight Valley ging es aber... Bei Fae Farm fand ich es auch am Anfang ein bisschen nervig, aber ich fand es dann nachher auch ganz cool, weil dann ja angezeigt wird mit der Zeit, ja, dass der Fisch auch weg will und so. So. Okay, cool. Oh, es ist alles so schön hier. So, dann spreche ich mal mit dem. Also ich bin gespannt, wie das Angeln hier ist. Was möchtest du tun? Kann ich dir bei etwas helfen? Manchmal findest du auf dieser Insel Dinge, einfach nur dadurch, dass du beim Erkunden die Augen offen hältst. Aber manchmal musst du dir auch die Hände schmutzig machen. Sind dir schon diese ganzen Laubhaufen aufgefallen? Durchsuche sie, wenn du über einen davon stolperst. Du wirst überrascht sein, was du daran alles finden kannst. Gerade neulich habe ich noch ein altes Buch durch die Blätter schimmern sehen. Ein Buch. Laubhaufen. Und Angeln sind wir auch. Jetzt
das hier ein Laubhaufen? Nein. Ha, ich jage euch, ihr Geister. Da ist ein Laubhaufen. Oh, wie süß. Ah, hallo. Ja. Es ist alles so niedlich. Die Musik ist auch so schön. In Zelda ist Angel unkompliziert. Einfach Bombe reinschmeißen. Okay. Da komme ich ja noch nicht hin. Da ist ja noch nicht bunt. Beziehungsweise da sehe ich noch nichts. Öffne deinen Rucksack, bewege den Cursor auf die Angelrute und rüste dich damit aus, indem du A drückst. Rucksack. Ah, okay, hier muss ich das immer auswählen. Ah, hier sind schon die Fische, hier warten sie schon. Halte ZR gedrückt und zähle mit L und lasse... Oh Gott, oh Gott. Und jetzt? Oh, das war sehr einfach. Hervorragend. Sardonische Sardine. Juhu. Okay, cool. Okay, ich kann hier bestimmen, wie doll ich werfe. Oh, das ist ja sehr einfach. Das ist ja super einfach. Narrensicher, würde ich sagen. Hervorragend. Flusshering. Kann ich noch mehr fangen? So, jetzt will ich auch ein bisschen hier fangen. Oh, das war zu früh. Okay. Warte, bis der Fisch fest anbeißt. Okay. Wieder zu schnell. Ach, das waren die ersten. Die ersten waren nur Glückstreffer. Okay, also er muss einmal dran schnappen, dann geht's. Flusshering. Ich mag dieses Geräusch beim Laufen. Hey, warte. Ei, das wird reichen. Genau das Richtige. Na, worauf wartest du noch? Wenn du uns ein richtiges Essen suchen willst, dann musst du es den Tiefen entreißen. Nimm die Rute hier und fang uns ein Prachtexemplar. Oh, süß. Wie ich sehe, hast du die Rute schon getestet. Tja, entweder gibst du mir den, den du schon hast, oder du fängst einen neuen. Achso, ich soll ihm den geben. Muss ich das über den Rucksack machen? Hä? Achso, jetzt habe ich das in die Hand genommen. Uiuiui, okay, das ist ein bisschen... Da muss ich mich noch rein. Fuchsen. Ach, du schleppst da ja eine tolle Flosse an. Sehr lecker. Ich glaube, wir beide werden jede Menge Zeit zum Angeln haben. Jetzt, da dein Boot aufs Meer hinausgespült wurde. Komm nicht mehr weg. Was ist mit meinem Boot passiert? Oh ja, ein loser Knoten und eine launische Welle haben gereicht, um deinen Kahn zurück an Neptuns Busen zu schicken. Mach dir keine Vorwürfe, diese Insel ist ein Strudel von Pech und Widrigkeiten, der von unseren traurigen Geschichten des Geisterkummers zum Drehen gebracht wird. Bis wir Geister unseren Frieden gefunden haben, darf niemand diesen Ort hier verlassen. Also, auch wenn du lebst und ich ein Geist bin, haben wir doch etwas gemeinsam.
Wir sind beide hier auf Cozy Grove gestrandet. Wie würdest du es denn anstellen, all unsere geisterhaften Probleme an einem einzigen Nachmittag zu lösen? Vergiss sie einfach. Wir Bären sind nicht mehr dein kleines Projekt. Wir sind jetzt Nachbarn, krächzt. Oha. Der sieht ja süß aus, stimmt. Ich finde, die sehen alle so niedlich aus. Auch diese ganze Grafik und so. Ich finde das total schön. Prachtschnabelschnauze, ja. Was ist das? Achso, ach, ein neues Geisterholz. Das kann ich gleich meinem Feuerchen mal geben. Oh, man kommt ja mal gut voran. Das gefällt mir. Hier, ein Holz für dich. Köstlich. Seltsam. Ich bin noch immer hungrig. Ich denke mal, noch ein Geisterholz, dann reicht es. Ich spüre mindestens drei Geisterholzer da draußen. Vielleicht in der Nähe, vielleicht auch weit weg. Das ist ja eine sehr vage Ansage hier. Okay, für dich muss ich noch immer das Buch holen. In den Laubhaufen. Vielleicht bin ich blind, aber ich finde hier keine Laubhaufen. Herr Fuchs, kann ich Ihnen vielleicht was verkaufen? Ich möchte was verkaufen. Auswählen. Genau, auswählen ist dann mit X. Und wenn ich es verkaufen will, mache ich einfach A. Süßkartoffel behalte ich mal lieber noch. Und jetzt wähle... Sortieren, lesen, Gegenstand bewahren. Ich will nicht alles verkaufen. Ich will ja nur das verkaufen. Nein. Ach, jetzt habe ich einen falschen Knopf gedrückt. Gegenstand bewegen, sortieren, schließen. Ich will das verkaufen. Auswählen. Auswählen. Ich will nicht alles verkaufen. Leute, bin ich irgendwie blind? Wie kann ich das denn jetzt verkaufen? Für das... Ach so, alles verkaufen. Oh. Okay, ich habe mit alles verkaufen, habe ich gedacht, ich verkaufe dann alles. Hört sich gut an. Ah, alles klar. Oh. So, hier soll irgendwo noch ein Geisterholz liegen. Jetzt hat sich mein Spiel gerade aufgehängt. Ein Geisterholz soll hier noch liegen. Das ist auch voll schön. Kann ich hier hoch? Nee, leider nicht. Aber da sitzen bestimmt nachher welche, oder? Naja. Das sieht jetzt ein bisschen aus wie hier so ein... Ja. Wie so ein... Wie so ein Lager. Einfach so ein Ferienlager oder so. Wenn ihr irgendwo... Was ist das eigentlich, meine Schaufel? Ach, da. Wenn ihr irgendwas zum Graben noch seht oder einen Laubhaufen, dürft ihr gerne Bescheid sagen. Bin so ein bisschen lost gerade. Die Vögel hier. Sieht auch cool aus. Ach, hier kann ich... Ah, das war auch ein Laubhaufen. Okay, cool. Ich habe das Handbuch gefunden. Gut, ich hätte gedacht, dass der Laubhaufen vielleicht oben irgendwo ist. Das hier ist das auch zum Graben. Das ist auch so ein Häufchen. Nein. Wie schön. Ich finde, das sieht alles so niedlich aus. Wirklich...
Ich mag das total gerne, auch diesen ganzen Zeichenstil. Eine alte Münze. Wie in so einem Pfadfinderlager sieht es einfach aus. Ha, ein altes Überlebenshandbuch für Geisterfinder. Und die Erinnerungssammlung ist sogar noch intakt. Darin können Geistfinder eintragen, wie weit sie sind, wenn sie den Geistern vor Ort helfen. Und ich muss zugeben, dass du einen ziemlich guten Start hingelegt hast. Oh, vielen Dank. Ich behalte dieses Buch hier und notiere darin deinen Fortschritt bei der Geisterhilfe in Cozy Grove. Möchtest du dir jetzt die Erinnerungssammlung ansehen? Ja, zeig mir, wie es mit den Geistern so läuft. So gefällt mir das. Hier, bitte sehr. Ah, cool. 3 von 17 Geistern habe ich gefunden. Okay. Also sie hier, Charlotte Kiefer. Diese freundliche Försterbärin ist die selbsternannte Hüterin von Cozy Grove. Begegnet... Art Wald, 2 von 6 gefunden. Okay. Biete den Geistern weiter deine Hilfe an, um mehr zu entdecken. Jeremy Schroffel, der sich ständig entschuldigende Bastlerbär, war einst der beste Handwerker der Insel. Biete den Geistern weiter Hilfe an. Dieser mürrische Möwenbär wird noch immer von den Sünden seiner Vergangenheit heimgesucht. Erinnerung ansehen. Ah, ein Comic zeigen. Das war voll niedlich. Sehr süß. Captain Prachtschnabelschnauz. Okay, cool. Ja. Gut, dann. Ach, ein Holz. Vielen Dank. Ich finde es sehr cool. Also es gefällt mir bisher sehr gut, weil ich das Gefühl habe, ich komme gut voran. Es ist einfach zu spielen. Ich komme gut voran. Die Grafik ist super niedlich. Ich tanze so gemütlich vor mich hin. Oh Gott, das ist so süß. Ich find's echt mega niedlich. Ein Holz für dich. Ah, eine weitere Dosis positiver Geisterenergie. Du schlägst dich wacker. Je mehr du diesen Geistern hilfst, desto mehr Erinnerungen werden wieder wach. Anfangs geht das vielleicht ein wenig langsam, aber Vertrauen und Verständnis ist nichts, was man einfach so aus der Luft zaubert. Hilf diesen Bären, unterstütze sie dabei, sich an ihr altes Selbst zu erinnern. Irgendwann werden sie ihren Frieden finden. Ah, mein Lichtschein wird größer. Er beleuchtet Winkel, die mit der Zeit verloren gingen. Ich sehe noch eine Gestalt, die davon besessen ist, verlorene Dinge zu finden und sie an alle Leute zuzustellen. Nur nicht an sich selbst. Das habt ihr beide gemeinsam, nicht wahr? Ja, das ist definitiv Calcifer oder sein Bruder. Ich finde auch, der hat total viel Ähnlichkeit mit ihm. So, was kann ich für dich tun? Kann ich dir bei etwas helfen? Weißt du, wir sind nicht die einzigen Geister, die deine Hilfe brauchen. Manchmal besuchen auch verirrte oder bedürftige Tiere diesen Wald. Eines ist gerade erst heute Morgen in den Laden von Herrn Kitt gekommen. Es sieht vielleicht aus wie ein einfacher Talisman eines jungen, ruhigen Vogels. Aber wenn du es kaufst und mir bringst, zeige ich dir seine Geheimnisse. Und der ist auch super niedlich, ne? Herr Kitt. Ich will was kaufen. Boah, du hast ja coole Sachen. Eine Kamera. Oh, 7500 alte Münzen. Okay. Was ist das? Ein Comic. Katalog. Ladenerweiterung. Ah, okay, cool. Junger, ruhiger Vogel. Füttere es mit gekochter Nahrung. 250 alte Münzen brauche ich. Okay. Habe ich noch nicht. Ich möchte Kleidung kaufen. Eine Mütze, Tellermütze. Agilpulli. Okay, ich bleib erstmal so. Ich schau erstmal, was hier noch so gibt. Lauf doch nicht alle weg von mir. Pilze. Cool. Kann man die auch kochen? Kochen liebe ich ja immer in solchen Spielen.
mein Passwort. Patrice Fellback. Patrice Fellback, der Postbär. Zu deinen Diensten. Weißt du, als ich zur Post stieß, dachte ich mir, dass ich mein Leben lang bei dem Laden bleiben würde. Und das war dann auch so. Aber ich hätte nie damit gerechnet, dass es auch danach noch weitergeht. Eins sage ich dir, Geistern die Post zu bringen, das kann einen ganz schön beuteln. Du meinst Postbeuteln? Du packst den Posthumor gleich zu Beginn aus? Wir beide werden uns blendend verstehen. Bevor ich den Löffel abgegeben habe, hatte meine Arbeit eine gewisse Routine. Die Post für unseren Bezirk kam um Punkt 8 Uhr morgens beim städtischen Postamt an. Ich leitete diese Lieferungen dann an die angegebenen Wohnadressen weiter. Aber Geisterlieferungen, die gehen über die psychische Ebene. Sie tauchen einfach auf, wann oder wo es ihnen passt. Ich war heute Morgen auf Streife und habe nach neuen Lieferungen Ausschau gehalten. Aber ich würde ein Geisterholz darauf wetten, dass da draußen noch mehr Pakete darauf warten, endlich gefunden zu werden. Okay, also muss ich Pakete suchen, ja? Die kleinen Geister überall. Hier ist noch ein Lagerfeuer, cool. Kann ich dir etwas helfen? Hey, Bastlerkumpelchen. Ich denke, ich muss mich bei dir entschuldigen. Weswegen? Ich habe dir doch mal diese minderwertige Schaufel hergestellt, in der Hoffnung, diese gute Tat würde mein Geisterdasein beenden. Natürlich hat das nicht geklappt. Vielleicht, weil die Schaufel, die ich dir gegeben habe, nicht meine beste Arbeit war. Hier, ich zeig dir, was ich meine. Zuerst brauche ich Weichholz, Wurzelgemüse und Holzzweige. Ja. Bastelkumpel, wo kriege ich das her? Du bist ja witzig. Ich suche jetzt erstmal das Paket. Ah, ich jag euch alle weg. Eine steife Brise weht an der Küste. Und sie weht durch meine geisterhafte Gestalt hindurch, dass die Kälte Mark und Bein durchdringt und sogar meine Seele fröstelt. Oh, Sünde! Ein paar mehr Daunen unter meiner Jacke könnten den Wind abhalten. Zu blöd, dass ich gerade in der Mauser bin. Oh. Suche danach in der Nähe. Okay, ich habe doch hier irgendwo, war das bei Minus? Ne, da war mein Abzeichen. Aufgabenbuch. X. So. In der Nähe einer Plane. Wurzel. Durchsuche mit der Schaufel Erdhügel nach sammelbaren Materialien. Ach, zwei habe ich schon. Okay. Vielleicht habe ich es bei einem Vorratsregal verloren. Hinter etwas. Und das finde ich cool. Ich mag es sehr, dass ich hier Hinweise bekomme. Das gefällt mir. So, Regal ist hier. Geh doch da hoch. Da oben ist ein Regal. Das ist so. Gut, das Paket habe ich. Bei einer Plane. Hier ist doch eine Plane. Ah, da ist die Feder. Eine von fünf. Gut versteckt hier alles. So ein bisschen wie so ein Wimmelbild oder so. Wie in so einem Wimmelbuch. Hast du es gespürt? Den Adrenalinschub, wenn man ein Paket findet? Die Spannung, wenn man nach einer korrekt formatierten Adresse sucht? Eins möchte ich betonen, ich liebe diesen Beruf. Aber ich könnte ein Posthelferlein brauchen, das mir den
das mir mit den UÜZ hilft. Ein Postbotenhelfer? Was ist ein UÜZ? Tut mir leid, das ist Postjargon. Unidentifizierte übernatürliche Zustellung, kurz UÜZ. Und das ist aber sehr complicated. Die sind deine Hauptaufgabe. Die meisten sind ziemlich zahm. Vielleicht klappern oder flüstern sie. Aber das war's dann auch schon. Aber wenn dir mal ein aufmüpfiges Paket begegnet, eines, das auf Aramäisch herumbrüllt oder Dämonenfeuer speit, kein Problem, schick mir das Ding einfach vorbei. Denn so oder so wird das Ding an mich adressiert sein. Oh, wie es aussieht, ist sogar schon ein Brief für dich eingetroffen. Warte, ich habe hier einen Briefkasten. Ja, hier. Süß. Viel Glück, Geisterfinderchen. Hoffentlich lebst du dich gut in dein Solo-Camping-Abenteuerchen ein. Solo-Camping-Abenteuer, okay. Mach dir nichts draus, wenn du nicht sofort einen bedürftigen Geist findest. Ich habe absichtlich eine sichere Insel ausgesucht, auf der es nicht zu doll spukt. Wenn du dann doch einen Geist findest, solltest du ihm dabei helfen, seinen Frieden mit sich selbst zu schließen. Dann steigst du endlich auf die zweite Stufe auf. Geistfindermeister Blake. PS, ich versuche dir jeden Tag zu schreiben, sofern ich nicht zu viel zu tun habe. Ein Beistelltisch, gewöhnlich Blockhütte. Ah, cool. Ein Geschenk erhalten. Und ein zweiter Brief. Ist da noch was drin? 10 Pastinaken. Cool. Viel Glück, Geisterfinderchen. Hoffentlich lebst du dich gut in Solo-Camping-Abenteuer ein. Mach dir nichts draus. Okay, das hatten wir doch gerade schon. Muss ich jetzt den? Test, Test, Test. Testpost vom Postbären. Ich bin's, der Postbär. Ich schicke dir diesen Brief auf dem Postweg, also über meine Wenigkeit, um zu sehen, ob es funktioniert. Anbei außerdem ein kleines Dankeschön für deine Hilfe. Okay, das waren wahrscheinlich die Pastinaken. Ach, wie niedlich. Oh, schön. Ich mag das gern. Ha. Kann ich dir bei etwas helfen? Kopf hoch, Posthelferlein. Da kommt wieder eine rückdatierte Lieferung. Wenn man lebt, kommen Briefe ein paar Tage, nachdem du sie abgeschickt hast, im Postamt an. Aber Geisterbriefe, denen ist normalerweise Zeit egal. Und sie tauchen auch gerne an außergewöhnlichen Adressen auf. In Laubhaufen oder hinter Felsen. Wenn du also Briefe da draußen findest, dann bring sie bitte in mein Büro. Okay. Hier kann ich schaufeln. Oh, eine Silbermünze. 100. Ah, eine Silbermünze sind 100. Cool, dann kann ich ja schon fast diesen Anhänger kaufen. Wegen dieser Sache könnte eine Weile dauern, das zu finden, was ich brauche. Möglicherweise musst du darauf warten, dass Ressourcen nachwachsen oder einem anderen Geist helfen. Mehr dazu in deinem Aufgabenbuch. Achso, das war ja das. Gut, da brauche ich noch Federn. Also muss ich es erstmal gleich sammeln. Naja, ich mache jetzt hier erstmal mein Feuer. Ah, Feder. Das ist echt so ein bisschen wie in so einem kleinen Wimmelbuch. Hier, ein Holz für dich. Noch 4 Stück, dann bin ich voll. Ich spüre mindestens 6 Geisterhölzer da draußen. Vielleicht in der Nähe, vielleicht auch weiter weg. Einmal eben ein bisschen dunkler machen. So. Okay. Was steht denn da? Jetzt habe ich es aus Versehen weggedrückt. Stein. Dieser Steinbrocken sieht aus, als könnte er wertvolles Erz enthalten. Wenn du doch bloß eine Spitzhacke hättest. Haha, ja. Gut, dann suchen wir mal weiter nach Laubhaufen. Da ist ein Laubhaufen. Die sind echt richtig gut versteckt. Und gar nicht so gut zu erkennen manchmal.
Da ist noch einer. Pilze. Geh nochmal hier unten so gucken. Eine Feder. Gut, zwei Stück brauche ich noch. Da sind sie doch. Cool. Ah, das ist irgendwie sehr cozy hier. Ein Brief. Krächz, das sind hübsche Federn. Aber warum hilfst du mir, wenn du selbst so tief im Schlamassel steckst? Mir ist gute Nachbarschaft wichtig. Du stellst mir eine Aufgabe, ich erledige sie. Du belohnst mich dafür, so läuft es ab. Mir ist gute Nachbarschaft wichtig. Ha, Nachbarschaft. Da gibt's schon welche hier in Cozy Groove, die darauf Wert legen. Aber uns Vögeln ist das ziemlich egal. Sei trotzdem bedankt. Mit diesen Daunen in meiner Jacke beißt der Wind längst nicht mehr so. Aber so eingepackt sehe ich eine Regel des Lebens nach dem Tod so klar wie weißen Rum. Auch im Tod wachsen dir keine neuen Flügel. Danke. So. Also, noch mehr Häufchen suchen hier. Ich brauche noch Rüben für den anderen. Und ich muss noch mehr Münzen sammeln, damit ich diesen Anhänger kaufen kann. Noch ein Brief. Sind die alle im Sand verbuddelt? Das finde ich auch sehr cool, dass das hier immer noch mal angezeigt wird, was ich hier gerade für wen sammle. Weil ihr kennt mich ja, ich verliere mich immer sehr in diesen ganzen Kleinigkeiten, Nebenaufgaben und sowas. So, dafür brauche ich leider eine Spitzhacke, die habe ich noch nicht. Hier gebe ich schon mal das Holz. Mein Zelt verbessern, Gegenstände in mein Lager legen, 12 Kleidungskollektionen ansehen. Mein Zelt verbessern? Fühlst du dich eingeengt? Ich kann dein Zelt mit 12 zusätzlichen Lagerplätzen erweitern. Das würde 5000 alte Münzen... Nein. Mein Zelt sieht aber nicht gerade gemütlich aus. Hier ein Holz für dich. Mehr! Noch 3 Stück Holz, dann bin ich voll. Dann kann man schnell den Überblick verlieren. Ja, Affen. Mir passiert das ganz oft in solchen Spielen. Da kommt noch eine Aufgabe dazu. Noch eine. Ja, ich weiß, für dich brauche ich Rüben. Aber diese Rüben zu finden, ist gerade irgendwie nicht so einfach. Und hier in dieser... Ah, da ist noch ein Haufen. Diese Laubhaufen sind gar nicht so einfach zu erkennen hier bei diesen Teilen der Karte, die noch nicht bunt sind. Hier ist doch noch was. Lauter Pilze, aber keine Rüben. Du kriegst mal die Briefe von mir. Wegen dieser Sache. Ich möchte zu meinem Briefkasten. Nee, für mich heute nicht. Wegen dieser Sache. Siehst du noch immer? Was ich brauche, ist irgendwo da draußen. Sieh mal in deinem Aufgabenbuch nach. So. Kann ich ihm das jetzt nicht geben? Achso, ich habe noch nicht genug. Aufgabenbuch. Er braucht 3, okay. Ich nehme mal wieder die Schaufel in die Hand. Das finde ich auch richtig cool, dass ich hier überall so gucken kann.
Weil dadurch muss ich halt auch die Karte nicht drehen. Das geht hier auch nicht. Ich kann die Karte nicht drehen, aber deswegen finde ich das cool, dass ich trotzdem überall hintergucken kann. Ernten diese Böcke kann nur mit dem geeigneten Werkzeug geerntet werden. Ich will eine Spitzhacke. Mr. Bastelbär, kannst du mir keine Spitzhacke machen? Was für ein Werkzeug wird er jetzt für mich herstellen? Ach, bestimmt, oder? Ich möchte jetzt sofort etwas herstellen. Prima, komm, ich zeig dir meine Werkstatt. Zaun. Stuhl. Cool. Halbedelstein. Nein. Okay. Huch. Was hast du denn für mich alles? 10 Stück Weichholz. 10 Äste. Ach, habe ich schon alles? Kostbarkeit. Anleitung, Ausgang. Anleitung, große Topfpflanze. Eieiei. Und ein Geisterholz. Aber ich hatte doch die Aufgabe noch gar nicht fertig, oder? Scheint doch. Okay, dann habe ich nicht aufgepasst. Hier, Holz für dich. Jetzt brauchst du noch 2. Okay, 212 Münzen. Ich glaube, 250 brauchte ich für den Anhänger. Oh, ein Brief. Jetzt habe ich die Briefe als. Okay, das Spiel ist schon echt sehr viel niedlicher, als ich gedacht habe. Aber ich finde es halt schön, diese Story ist auch so, so niedlich irgendwie. Der Insel und so. Und dass man so gut vorankommt irgendwie. Also ich finde es sehr schön. Hey, du hast ein paar lose Briefe gefunden. Eine Dankeskarte für Jeremy. Eine gerichtliche Vorladung für Clyde. Rechnungen für meine Frau Anja. Und hier ist einer für mich. Ah, Mann, droht mir, mich von 100 knochigen Klauen zerfleischen zu lassen. Das Übliche also. Ich sorge dafür, dass der Rest zum jeweiligen Empfänger kommt. Und hey, schau mal wieder vorbei. Vielleicht habe ich ja bald schon was Neues für dich. Ich brauche noch ein Geisterholz gleich. Dann kriege ich noch einen neuen Bereich. Süß! Die Statue ist ja niedlich. Ich mag diese ganzen Details. Diesen Stil. Das sieht so ein bisschen, ja, so eine Mischung aus Aquarell und ich weiß auch nicht. Ja, sehr detaillierte Zeichnung auf jeden Fall aus. Guckt euch die Bäume an, die sind so schön. Ich möchte etwas verkaufen. Habe ich was zum Verkaufen? Auswählen. Teilen. Ach, ich kann das auch teilen. Okay, dann kann ich hier also auch Auswahl. Ah, cool. Jetzt habe ich genug Geld zusammen. Ich möchte etwas kaufen. Für den Anhänger. Klingt super. Nimm mein Geld. Oh, ein Netz. 7500 Münzen, meine Güte. Das Netz auch. Also im Grunde kann ich ja auch alles sammeln, alles Fische fangen und sowas. Und das kann ich ja alles schön verkaufen, das ist super. Ja, Holz für dich. Ja, das ist der Vogeltalisman, den ich meinte. Er sieht wie ein einfaches Schmuckstück aus, nicht wahr? Aber wenn man ihn auf den Boden legt, nimmt er seine wahre Gestalt an. Die des Geistervogels. Mit besonderem Futter und in der Nähe von Gegenständen, die sie mögen, blühen sie auf.
Der arme Vogel hat Hunger. Ich bestelle etwas Futter, das er mag, aber es wird nicht vor morgen geliefert werden. Bis dahin sollten wir ihm einen Platz suchen, an dem er wohnen kann. Warum setzt du dieses Tier nicht auf den Boden, nahe deinem Lagerfeuer? Er wird in 10 Stunden und 16 Minuten per Post verschickt. Okay. Muss ich den in die Hand nehmen? Jedes Mal, wenn du mich fütterst, wächst mein Hunger auf noch mehr Geisterholz. Und dieses Geisterholz ist immer schwer zu finden. Wie kann das sein, wenn sich nach wie vor so viele hilfsbedürftige Schatten im Cozy Grove verstecken? Ich spüre mindestens 13 weitere Seelen, die auf Hilfe warten. Moment, ich sehe jemanden, der in einem Wald steht. Oder täusche ich mich da? Vielleicht ist das auch nur ein seltsam geformter Baum. Vielleicht auch nicht. Gut. So, wie kann ich jetzt diesen Vogel... hier platzieren? Ah, cool. Ich mach ihn mal dahin. Süß. Du hast denn das Abzeichen verdient. Tierpfleger, Anfänger. Och nein, der ist ja voll niedlich. Aufheben, streicheln. Oh, ich möchte streicheln. Oh Gott, nein, ist das putzig. Das Wesen mag dich offenbar. Wie soll es heißen? Schatz sie bitte nicht. Chewy, Angus, mehr Namen. Prinzessin Mia, Hermann, Cosmo. Cosmo finde ich irgendwie süß, oder? Leckermaul, Celeste, Echo, Jasper, mehr Namen. Champ, Rübsi, Trullala, Bummelchen. Ich finde ihn eigentlich süß. Alfie, Thelma, Muffi, Butterblume, Maxine, Rums, Frickel, Hops, Zunder, Federschopf Junior, Pünktchen, Cleo, Mirna, May, Felknoll, Didi, Sven, gefallen mir alle nicht, Bertha, Zobel, Graf Rugen, Ivory, Silberlocke, Momo, March, Schneeball, Wobble, Glibby, Clarabella, Apollo, mehr Namen. Nemo, Spitz, Nikesh. Kann ich nochmal zurück eigentlich zu den anderen Namen, die da waren? Klitzeklein, Nana, Turbo, Sphinx. Digger, echt jetzt? Glubsch, Mo, Gründel. Harti, Federschopf, der Erste. Max, Stummelchen. Gott. Captain, Cassie, Baby, Carlo, Knorr. Löwenherz, Astro, Knusper, Fräulein Lilly. Fräulein Lilly finde ich irgendwie süß, aber ich finde, das passt nicht zu denen. Herr Horn, Gruselinchen. Fluffel, Klitziklump, Bellissimo. Gebieterin der Knochen. Oh mein Gott, komme ich mal wieder zurück zu den anderen? Federgewicht, Rüdiger. Mocker. Keckspatz. Bester Wauzi, Maria. Ist hier irgendwie ein Name gewesen, der schon mal ein zweites Mal aufgekommen ist? Miss Mounts. Jasper, okay. Wenn wir nochmal zu Jasper kommen, nennen wir ihn so. Cool Girl. Waldo. Where's Waldo? Ryu. Trampel. Tantchen tot. Oh mein Gott, da könnte ich mich jetzt ja wieder drin verlieren. Wolfgang. Bischof, Herr Watschel, Mausi, Ubi, Purzel, Herkules, Perle, Satzki, Dr. Sturm. Kann ich das später machen? Oh, das ist so süß. Echo, Fifi, Phönix, Coco.
Silberlocke. Trauriges Tienchen. Trampeldore. Shishi. Angus, Oscar, Fräulein Lilly. Doch, den hatten wir doch vorhin schon mal. Gruselinchen. Vielleicht kommt ja Jasper nochmal wieder. Bischof, Lotti, Didi, Ruby. Mausi, Gibi. Herr Horn. Ja, ich suche sie jetzt für euch. Mama. Glubsch. Naja, Thelma, Hobbs, Sven, Federgewicht hatten wir auch schon. Komm, mach Jasper nochmal. Butterblume, Bummelchen. Shadow. Shadow ist irgendwie witzig. Nemo. Die feine Dame. Kosmos auch. Kosmos finde ich auch irgendwie süß, aber das, ich weiß, das passt nicht zu diesem Vogel. Captain. Ja, da ist er. Jasper. Wir nehmen Jasper. Ja, ich habe A gedrückt. Heißt er jetzt so? Ja, Jasper. Junger, ruhiger Vogel. Okay. Ein glückliches Geistertier. Füttere es mit gekochter Nahrung. Dann sammle Essenz. Bringe ihm Gegenstände, die es mag, um mehr Essenz zu erhalten. Vorliebe, Deko, Lampen, rustikale Deko. Okay. Aber ich kann doch jetzt bestimmt auch... Oh, das ist so süß. Oh, damit werde ich jetzt meine Zeit hier verbringen. Nein, natürlich nicht. Ich habe hier doch so ein Stühlchen. Das konnte ich doch irgendwie hier platzieren. Hatte ich nicht auch noch ein... Ach, da ist es doch. Da ist das Stühlchen doch hier. Platzieren. Rustikal. Ah, jetzt... Ah, der Vogel. Cool. Okay, dann kann ich Sachen sammeln. Geistervogel-Essenz. Alles klar, Yuka. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke, dass du da warst. Das finde ich sehr niedlich. Okay. Nee, für mich heute nichts. Okay. Oh, du möchtest wieder was? Kann ich dir bei etwas helfen? Du hast deine Orientierung falsch abgeschlossen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du sogar schon andere Geister auf der Insel geholfen hast. Das ist wirklich sehr nett. Hey, da du gerade nach verlorenen Dingen suchst, hast du zufällig meinen Teebecher gesehen? Nein, bisher nicht. So, kann ich hier was kochen? In diesem Feuer? Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Etwas herstellen, neue Anleitungen. Okay, hier ist also noch Deko und sowas. Ein netter Esstisch. Hier sind die Materialien. Den baue ich mir. Den lasse ich mir bauen. Cool. Fertig. Kann ich dir bei etwas helfen? Willkommen zurück, Bastlerkumpelchen. Ich habe da drüben nachgedacht, warum du hier in Cozy Grove festsitzt. Darüber nachgedacht. So. Wir stecken beide in der gleichen Nesseln, in den gleichen Nesseln, was? Ich weiß nicht ganz, worauf du hinaus willst. Ah, entschuldige. Da habe ich wohl die Redewendung falsch im Kopf. Bleib bei deinen Holzarbeiten und überlass die schlauen Worte denen, die was davon verstehen, hat meine Mama immer gesagt. Was ich meine ist, dass wir beide nicht so genau wissen, warum wir hier sind, nicht wahr? Aber ich kann dir helfen, dieses Mysterium tiefer zu ergründen. Wenn du mir 5 Zweige und ein Stück Weichholz bringst, kann ich dich unterstützen. Weichholz habe ich 1 von 1. Äste habe ich 3 von 5. Okay. Let's go. Ach, das ist so süß. Diese Tierchen hier. Da ist meine Schaufel. Och, jetzt habe ich schon gedacht, die Schaufel ist weg. Oh, hier ist etwas zu essen.
Teegebäck. Es war in der Nähe eine riesige Muschel. 1 von 5. Dieser üble Wind ist wieder da. Ich stopfe mir schon den ganzen Morgen Federn in meinen Mantel, aber ohne Erfolg. Wenn mich nicht bald irgendetwas wärmt, dann werde ich meine dramatische Pose am Meer aufgeben müssen. Krächz, ich frage mich, ob er mir vielleicht helfen könnte. Wer? Natürlich der Kaufmann des Chaos, der Trickbetrüger der Terra-Firma. Er, der mich ständig foltert. Herr Kitt. Manche sagen, dass er Ware verkauft, die einen Kapitän von seinem Schüttelfrost kurieren könne. Aber vielleicht ist das ja alles nur Anglerlatein. Okay. Also muss ich jetzt mein hart umkämpftes Geld hier ausgeben, damit ich ihm was Warmes zum Anziehen kaufen kann, ja? Mal schauen, was wir hier noch so finden. Laubhaufen und Sandhügelchen wären super zum Graben und Suchen. Hier denke ich mal, auf dem Teil der Insel finden wir nachher bestimmt auch noch mehr Bären. Bin sehr gespannt, wer noch so dazu kommt. Da ist ein Laubhaufen. Irgendwie sind die auch immer an den gleichen Stellen, ne? Muss wahrscheinlich echt immer nur an die gleichen Orte wieder zurückkehren. Da ist noch ein Häufchen. Oder? Das ist doch ein Häufchen. Oder nicht? Nein. So. Ach, ist ja noch jemand. Francesca von Tatz. Wer wagt es? Wer wagt es, den Wald zu stören? Tut mir leid, ich versuche nur freundlich zu sein. Freundlich? Wenn du freundlich sein willst, dann bist du lebendig. Wie wundervoll. Ich dachte, du wärst einer von den Wichten und hier, um mich zu quälen. Es ist schon eine Weile her, seit sich zuletzt eine lebende, atmende Kreatur an diesen Wald verirrt hat. Seit Jahrzehnten sind es nur die anderen Bäume und ich. Können sie reden wie du? Oh ja, sie stecken voller Gedanken und Meinungen. Emerson, Carson, Kakao, Toro begrüßt unseren Gast. Sie sind offenbar etwas schüchtern. Natürlich bin ich etwas anders als ein normaler Baum, das ist dir sicher schon aufgefallen. Ich leide an einem peinlichen Mangel an Blättern. Die Wichte haben sie mir vor Jahren ausgerupft und überall auf der Insel verteilt. Würdest du vielleicht meine Blätter für mich suchen? Ah, süß. Na klar, mache ich das. Dafür bin ich doch hier. Süß, der schläft. Schaut es euch an. Er schläft. Und wippt dabei mit dem Fuß. Ich liebe irgendwie alles an diesem Spiel. Bin sehr verliebt. So, dann suchen wir mal Blätter. Ja, da oben ist noch ein Häufchen. Da kann ich vielleicht noch was sammeln. Ich brauche auch noch ein paar Äste. Oh, eine Kartoffel. Ein Laubhaufen. Da oben steckt ein Regenschirm in dem Baum. Habt ihr es gesehen? Da unter mir. Auf dem einen war auch ein Drache drauf. Oder ein Drachen zum Fliegen. So. Habe ich denn schon alles?
Äste. Ja, ich habe genug. Oh, kann ich jetzt bitte meine Spitzhacke haben? Du hast alle 5 Zweige und auch ein Stück Weichholz gefunden. Das ist super. Ich hatte schon Sorge, dass ich dir zu viel abverlangt habe. Bitte sehr, deine erste Spitzhacke. Yay! Sie ist nicht ganz so robust, aber es sollte reichen, um durch den felsigen Untergrund der Insel zu kommen. Und wenn du zufällig bei deinen Ausgrabungen, Antworten findest, denen zu entnehmen ist, warum ich hier herumgeistere, also dann würde ich mich freuen, wenn du sie mir mitteilst, okay? Juhu! Knochenspitzhacke bei Stelltisch. Ach, ich mag es, es ist echt schön. Ich finde es richtig, richtig schön. Los geht's. Oh, Muschel. Grobspirale. Wieso konnte ich die bisher nicht sammeln? Kann ich die auch sammeln? Nein. Es gibt so viel hier zu sehen. Das ist so schön. Echt. Löwenpfote. Alles Muscheln hier. Und das wird halt auch mit der Zeit immer mehr, was ich hier finde, was ich aufsammeln kann. Calcifer, was machst du? Ja. Oh, hier wird mir sogar schon angezeigt. Okay. Spitzhacke, super. Nutze die Spitzhacke, um Steine zu sammeln. Ernten. Oh, so viele Münzen. Das ist ein Blatt. Ein Blatt. Das hätte ich fast übersehen. So viele Sachen hier versteckt, echt. So, nur ihre Tasse haben wir immer noch nicht gefunden. Anleitung, Ausgrabungsort. Rezept lernen. Du hast eine neue Bauanleitung gelernt. Ausgrabungsort. Du kannst das zugehörige Produkt jetzt jederzeit an folgendem Ort herstellen. Werkstatt des Bastelbären. Okay, cool. Oh, das ist ja süß. Oh Gott, das wollte ich nicht in die Hand nehmen. Ich wollte das lernen. Okay, die muss man hier also wie in Animal Crossing erstmal so freischalten. Kostbarkeit. Gewöhnlich. Oh, schön. Große Topfpflanze. Gewöhnlich. Blockhütte. Sehr schön. Was ist das? Dieser Gegenstand ist jemandem sehr wichtig, aber die betreffende Person ist noch nicht bereit dafür. Behalte ihn noch. Ah, okay. Nein, ich wollte hier ernten. Wieder so ein richtig schön gemütliches Spiel, ne? Könnte ich mir so richtig vorstellen, abends auf der Couch oder im Bett das zu spielen. Okay, diese Blätter, ich finde sie irgendwie schlecht. Wenn ihr Blätter seht oder so, ihr dürft gerne schreien, schreibt mir das ruhig. Da oben liegt noch eins. Zwei von fünf. Die Geistergeräusche.
Da ist noch ein Blatt. Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Da oben ist der Drache in dem Baum. Und ihr könnt ja wirklich sagen, was ihr wollt, ne? Aber so Spiele wie das hier, wo ich auch keine Uhr habe, keine Zeit, die mir im Nacken ist, finde ich dann irgendwie doch noch eine Spur entspannter, als die, bei der oben eine Uhr läuft und ich dann zu einer bestimmten Zeit immer ins Bett muss und so. Also das ist schon sehr schön gerade, wenn ich mir so meine Zeit selber einteilen kann. Das mag ich. Da ist noch so eine. Das ist das letzte. Tegebäck. Gut, jetzt brauche ich nur die Blätter. Und hier unten auch noch welche. Hier unten ist ja alles noch grau. So. Es hat schon alles irgendwie seinen Reiz, aber für mich ist es einfach, ja, sehr viel entspannter auf diese Weise. Vier. Jetzt fehlt mir nur noch eins. Die ganzen Gespenster. Ich habe doch noch gar nicht alle Blätter, oder? Ne, eins fehlt mir noch. Hier steckt ein Knochen. Weichholz, Hartholz und Champignons. Da ist noch so ein Häufchen. Du kannst in deinem Tempo arbeiten. In unserer Welt ist so vieles vorgegeben und wir müssen uns anpassen und geduldig sein. Selbstwirksamkeit ist da echt toll, auch wenn es nur in einem Game ist. Genau das finde ich auch so. Das sehe ich auch so. Also ich bin ja auch so ein Mensch, ich genieße manchmal so Tage, gerade so am Wochenende oder so, wo ich ohne die Uhr leben kann. Solche Tage mag ich total gern, wo ich einfach weiß, okay, ich kann heute schalten und walten, wie ich gerne möchte. Ich muss auf nichts und niemanden achten. Ja, sozusagen. Ich habe ja trotzdem meine Verpflichtung, aber ich habe keine Uhrzeit. Ich muss nicht zu einer bestimmten Zeit aus dem Haus oder wieder zu Hause sein. Das ist echt schön. Ich mag das total gerne. Also ich bin wirklich so ein Mensch, der das sehr genießt. Deswegen auch in so Spielen finde ich das sehr schön. Das ist einfach sehr entschleunigend. Ich mache hier, was ich mache. Wenn ich keine Lust mehr habe, höre ich auf. Hervorragend. Dunische Sardine. Das mag ich sehr. Deswegen finde ich das hier bei diesem Spiel auch gerade sehr entspannt. Komm, ein Blatt brauche ich nur noch. Ein einziges Blatt. Bitte, liebes Spiel, spiel es mir doch zu. Ich gebe jetzt Jasper hier erstmal seine... Ach, das ist so süß. Ich wollte dich füttern. Kann ich das noch nicht? Habe ich noch nicht genug? Aufheben. Ach so, nein, das wollte ich gar nicht. Nein. Nein, ich wollte den nicht aufheben. Oh ja, das lässt seine Herzen sehr anwachsen. Mein Hocker. Beistelltisch. Extra große Kerze. Doch, ich habe doch schon genug hier von denen. Achso, muss ich das in die Hand nehmen? Aufheben, streicheln, nächstes.
Jasper. Achso, dann kann ich Jasper aufheben, das will ich aber gerade gar nicht. Hallo Melimun. So, ich wollte jetzt eigentlich ihm das hier geben. In die Hand nehmen. Er wollte doch 5. Oder wollte der andere? Der will ja andere. Mist. Wie geht's dir? Wie war dein Tag so? Ist das jetzt die falsche? 5 Tegebäck. An einem trüben Morgen erhält eine Tasse Kaffee. Okay, wegstecken, teilen. Ein schwarzer Kaffee und ein süßes Gebäck. Die Seele eines Geistfinders. Kann ich die dann essen? Achso, muss ich die noch garen vielleicht? Mein Zelt verbessern. Nein. Nein. Nein, nein. Ernten. Sehr gut. Münzen können wir immer gebrauchen. Mal alle gerade ausgegeben. Nee, kochen kann ich auch noch nicht. So. Aber bin ich wahrscheinlich schon 50.000 Mal an diesem letzten Blatt vorbeigelaufen. Und ihr kriegt bestimmt schon die Krise. Oh, schön. Mondmuschel. Wo ist dieses letzte Blatt? Das macht mich gerade so ein bisschen wahnsinnig. Jetzt mache ich hier wieder meine Übungen. Mach mein Schäufelchen. Vielleicht finde ich hier die Tasse. Ja! Ich habe den Teebecher gefunden. Ich suche aber immer noch dieses eine Blatt. Das eine letzte Blatt. Ein letztes Blatt. Wenn ihr es seht, dürft ihr mir gerne Bescheid sagen, aber ihr seht es wahrscheinlich auch nicht. Hier ist wahrscheinlich gar keins mehr. Ich verkaufe jetzt erstmal ein paar Sachen. Ich will das verkaufen. Den Fisch will ich gern verkaufen. Dann machen wir hiervon ein paar weg. Ja, so die Hälfte. Und das jetzt aus. Oh. Ja, nimm. Auswählen ist X. Das irritiert mich gerade noch so ein bisschen. So einen Hocker habe ich gebastelt. Den verkaufe ich auch mal. Da kriege ich auch gutes Geld für. Hm. 1400. Okay, cool. Also für selbstgebaute Sachen kriegt man schon echt viel. Münzen. 5000 brauche ich auf jeden Fall, um mein Zelt zu verbessern. Ach, sie wollte auch das Teegebäck haben. Okay, ich dachte, das wollte der Vogel haben. Es freut mich sehr, meinen Becher wiederzusehen. Ich glaube, ich habe ihn gestern verloren, aber seit ich ein Geist bin, kann ich nicht mehr mit Sicherheit sagen. Die Existenz als Geist ist etwas verwirrend. Unser ständiges Vom Hier und Jetzt vermischt sich dauernd mit den Erinnerungen an unser früheres Leben. Dinge aus der Vergangenheit neigen dazu, aufzutauchen und zu verschwinden, wenn wir über sie nachdenken. Das hier, das könnte mein alter Försterbecher sein. Oder es ist eine Erinnerung an einen Becher, die sich durch Energie aus dem Jenseits manifestiert. Schlürf. Egal, Hauptsache der Tee ist heiß und lecker. Geistholz und Kohlenbecken.
ich will echt noch dieses eine letzte Blatt hier finden. Festlich, noch 6 Stück. Gut, 6 weitere Hölzer. Ein Blatt suchen wir noch. Ein einziges. Süß, wie er winkt. Da ist es, ich hab's. Gut, dann bringen wir die Blätter jetzt noch weg. Und dann schauen. Auswählen. Aha, das sind genau die Blätter, die ich suchte. Vielen Dank. Ich kann sie nicht wieder befestigen. Ich kann nicht einmal die Äste finden, von denen sie stammen. Wie seltsam. Wordsworth, Frost, was denkt ihr? Typisch. Sonst können sie nie aufhören, vor sich hin zu rascheln. Aber wenn ich mal ihre Meinung brauche, dann schweigen sie. Oh, wie schön. Oh, so viele Bäume. Juhu, noch mehr Münzen für mich und noch mehr Geister, die hier alle rumirren. Sehr schön. Jetzt hänge ich hier fest. Sehr schön. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, ich mache für diesen Part erstmal Schluss an dieser Stelle. Ich muss bisher sagen, Cozy Grove gefällt mir echt gut. Ich bin sehr verliebt in diese ganze Grafik, in die Geschichte. Ich finde es super schön, wie gut ich vorankomme. Also die Bären und Geister oder Bärengeister sind mir eine sehr große Hilfe. Das mag ich total. Das Spiel geht sehr schnell und gut von der Hand. Ich bin sehr gespannt, was uns weiter erwartet. Also wenn ihr Lust habt und ihr mehr davon sehen möchtet, dann gebt dem Video super gerne einen Daumen. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe auf jeden Fall Lust und würde gerne noch weiter mit euch spielen. Genau, würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Bis zum nächsten Mal.